Die Entscheidung ist gefallen. ZDF-Moderator Jan Böhmermann wird sich wegen möglicher Beleidigung des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan vor Gericht verantworten müssen. Das teilte die Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklärung mit. Es gab unterschiedliche Auffassungen zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD. Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen. Diese Entscheidung beruht auf dem umstrittenen Strafparagraphen 103 zur Beleidigung eines ausländischen Staatschefs, auf den sich auch die türkische Regierung beruft. Laut Kanzlerin soll dieser Paragraph bis 2018 abgeschafft werden.